Herzlich willkommen zu Star Citizen in der 319, liebe Leute. Ja, Freunde, die 319 ist seit dem 17. Mai auf dem Live-Server, sorry. Und die Invictus Lunch Week steht bevor. Und da hat man Gas gegeben. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Und ich werde mal eine Mission machen, habe ich so beschlossen. Und guck mal, wie das so läuft. Ich hatte nämlich in der 318 noch einige Missionen gemacht, die nicht so gut liefen. Aber dazu später mehr. Wir reden hier über Bunkermissionen. Ja, ihr kennt ja das zum Beispiel auch. Habt ihr gehört? Der Aufzug ist eigentlich da, aber eigentlich auch nicht. Zack. Das heißt, die Türen öffnen manchmal nicht. Auch so ein kleiner Bug. Pass auf, wir fahren da unten, mal gucken, ob die jetzt aufgeht. Ich bin mal gespannt. Wir sind da. Sie geht nicht auf. Ihr müsst also immer wieder drauf drücken. Ganz easy. Oh. So und so. Warum rennen? So. Dann gucken wir mal. Ja, die Invictus Week steht bevor, wie man hier auch sehen kann. Überall schön. Und ihr habt jetzt mit der 319, habt ihr auch so ein bisschen mehr, ihr habt einen Stadtplan. Ihr seht, wo es, wenn ihr irgendwo hin wollt, hingeht. Zumindest aus einer Entfernung hier. Da, ne, Astro Armada, Dampas Depot, da könnt ihr halt hier sehen, wo die einzelnen Symbole sind und könnt dann dahin laufen und euch nicht verlaufen. Und zur Not habt ihr dann immer noch hier oben so Hinweisschilder, zum Beispiel wie hier. Hier könnt ihr schlafen. Hier kommt dann in den Financial District. So. Ja, ich weiß, ich hänge ein bisschen hinterher mit der Zeit, aber geht leider nicht anders. Weil, das zeitlich nicht anders funktioniert bei mir. Aber ich möchte euch trotzdem hier diese Mission einmal zeigen. Die hatte ich nämlich noch nicht gemacht. Und dann gucken wir mal. Ich habe die gestern schon mal gemacht, um sie zu testen, ob sie jetzt so einigermaßen läuft. Und ich war erstaunt, sie lief richtig fluffig. Übrigens, Freunde, diese Kittel, geben jetzt richtig Kohle. Das heißt, wenn ihr die nehmt, Carry. So. Und dann im Laden verkauft, bekommt ihr dafür 45 SCU. Boah. Bei 10 Kitteln, ne, sind es immerhin schon mal 450 SCU. Immerhin Kleingeld, was auch, hallo? Müssen wir sie vielleicht... Hallo? Oh mein Gott. Was macht sie da? Okay, sie hat wohl das Wasser getrunken, was da steht. Und das hat sie niedergestreckt. Keine Ahnung. Vielleicht betet sie auch gerade. Hallo? Vielleicht kann ich ihr auch helfen. Vielleicht sollte ich sie einfach mal ein bisschen durch die Gegend ziehen. Mit Gummiband, guck mal hier. Zack. Naja, oder auch nicht. Egal. Wir lassen sie jetzt erstmal da liegen. So guckt sie wenigstens nach unten, nicht nach oben. Das ist schon mal gut. So. Hier seht ihr auch To Rikers Memorial Spaceport. Ihr habt ja jetzt auch den anderen Eingang. Da würdet ihr jetzt zu der Messehalle kommen.
zuerst und dann zum Spaceport. Und am Spaceport ist das jetzt so, ihr habt einmal die normale Bahn, wo, seht ihr, da war die gerade. Die normale Bahn, wo ihr auch sonst immer eingestiegen seid, aber mit der fahrt ihr erst zur Messehalle, die da hinten, oh, wo ist von der Invictus. Wo dann natürlich die Fahrstühle noch nicht sind, weil das erst morgen Abend beginnt. Also meiner Zeitrechnung sozusagen. Da, wieder einer. Aber hier kommt gar kein Zug. Was ist hier los? Müssen wir doch über die Messehalle fahren? Da könnte ich euch die Eier aber einmal zeigen. Ja, die Züge, ne, Freunde? Die Züge, die 318. Da war doch was, ne? Also wenn jetzt hier gleich der dritte Zug langfährt, der dritte Shuttle, dann gehe ich auch darüber. Ah ja. Also zeitlich passt das hier nicht, seht ihr selber. Aber wir werden einfach mal hier in den Zug und uns bequem machen. So. So, und jetzt kann ich euch mal zeigen, wir haben ja jetzt hier diese neuen... Stand clear. Doors are now closing. Diese neuen Salvage-Missionen, die hatte ich euch ja schon im letzten Video mal gezeigt. Und zwar hier, da sind die Salvage-Missionen. Wenn ich jetzt mal gucke, hier könnte ich eine Origin 300. Aber es werden natürlich mehr. Wenn ihr euch jetzt hier an eine dran begebt, habt ihr natürlich noch mehr, die ihr finden könnt. So, und wir wollen jetzt machen Delivery und dann dieses Delivery Pilot. Hahaha, willst du mich veräppeln? Gerade war es noch da und jetzt ist es weg. Töre. Eine Bunkermission. Eine Bunkermission? Nee. Da warten wir lieber. Vielleicht hat gerade jemand die angenommen. Da warten wir lieber ein bisschen. Hier ist gar kein Verkehr, seht ihr das? Ganz frei noch. Alles ziemlich leer hier. Now arriving. So, dann gehen wir mal zum Hangar. Ja, auch wieder. Und hier drüben übrigens, hier, die jetzt wegfährt. Die fährt total, Die fährt zuerst zum City, wo wir gerade eingestiegen sind. Die fährt jetzt erst zum, steht aber auch oben drüber, wenn ihr das nochmal gucken wollt. Also die macht jetzt hier den Abstecher zur Messehalle, zum Convention Center, wie ihr oben seht. Und die hier, die fährt zum Plaza. Heißt das Plaza oder Central, ne? Central. Genau. A18 Central. Accor Plaza, okay, Accor Plaza. Ne? Also ihr habt jetzt hier überall so Hinweisschilder. Haben wir eigentlich schon diese Notschilder? Die müssen ja auch überall sein eigentlich, ne? Notausgangsschilder und Fluchtwege, falls mal hier das Licht ausfällt. Am Boden müssten normalerweise irgendwelche Leuchtstreifen sein, damit jeder weiß, im Falle eines Feuers, wo man hinzulaufen hat. Ne? Müsste eigentlich ja da sein, ne? Muss man ja eigentlich auch dran denken, ne? Wenn man so, ne? Solche Sachen sieht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht was Falsches angeregt. Die bauen nochmal alles um. Obwohl, ich sag mal, ja, die Leuchtstreifen auf dem Boden ist natürlich... Ja, hier ist Bob. Hier ist Bob. Bob. Steht jetzt hier einsam und verlassen. Vorher hat er noch die Terminals bewacht. Jetzt nichts mehr. Ach ja. Der arme Bob. Wie ich gehört habe, seine Schwester ist hier auch beschäftigt. Die ist hier im VIP-Bereich, in der VIP-Lounge. Da, ne? Die läuft immer vor mir weg. Ich weiß nicht wieso. Die läuft immer vor mir weg. Hallo? Guckst mich so traurig an. Ja, ist nicht viel zu tun hier, ne? Kann das sein? Oh, guckt euch diesen Blick an. Oh. Ach, was ein Blick. So, wir gehen erstmal weiter. Aber man muss sich ja hier auch mal ein bisschen so, ne, mit der Gegend vertraut machen. Wir haben ja die Persistenz drin. Das heißt, jede Flasche, die ihr hinschmeißt, so wie hier, die bleibt auch liegen.
könnt ihr dann aufheben und einfach mal für Ordnung sorgen, wen das tangiert maximal. Also, ne? Wenn nicht, dann geht ihr einfach mal vorbei. Dann könnt ihr auch Folgendes machen, wenn das mal nicht funktioniert. Dann könnt ihr die Flasche nehmen und könnt die einfach hier nicht hinstellen. ja, genau. Also, ich wollte jetzt eigentlich placen. Da ist es doch, geht doch. Manchmal braucht er einfach ein bisschen länger, seht ihr? Ein bisschen Zeit verzögert oder er hat es nicht angenommen. Oder manchmal will er das auch nicht nehmen. Tschüss. Was ist hier los? Okay. Guck mal, die hat ein Eigenleben. Eine tanzende Flasche. Wir lassen sie mal tanzen. Okay, ich nehme jetzt einfach ein Schiff, Freunde. Was haben wir denn Schönes? Driving. Was ist denn hier denn da los? Die ganzen Terminals. Achso, die sind ja jetzt in der 319 auch umgestellt. Damit Bob da so alleine steht. So, wir gucken mal. Ich möchte ein Schiff nehmen. Was halten wir denn? Ich nehme mal die Star Runner. Ich weiß nicht wieso, aber ich nehme die mal. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Hangar 05. Okay. Jetzt gucke ich nochmal nach der Mission. Ich möchte ja auf jeden Fall die Delivery Pilot Mission nehmen. Delete, delete, delete. Da ist er. Und zwar von SPL zu ARC L4. Ist natürlich ein bisschen weiter, aber wir machen das mal. 45.000 gibt es dafür. Und dann dauert das ein bisschen. Bis die dann bei euch hier drin ist, seht ihr? Und wir müssen nach auf Lyria, nach SPL 1-2. Das machen wir auch. Hangar 05. Warum steht die Mission noch mehr? Wir sollen da was einsammeln. Ich habe böserweise auch schon eine Waffe mitgenommen. Böserweise. ich habe die gestern gemacht und ich brauchte gar nichts. Also ich musste noch nicht mal eine Waffe, weil die Wachen, die waren da so entspannt am Rumlaufen. Ich konnte so locker meine Pakete rausholen. Hab natürlich auch keinen Loot. Ja doch, Loot hatte ich auch, aber dann kam ein 30er. Genau, so war's. So, ich hoffe, der kommt heute nicht. Ich will euch das nämlich mal in ganzer Länge zeigen. Jump, jump, jump. Die schöne Micro, Star Runner. Microsoft, oh Gott, nein. Na. Open. Ja, es wurde ja schon mitgeteilt, ne, damals beim Erscheinen des Schiffes. Der Aufzug wurde vergessen. Wäre natürlich schön, wenn hier noch so ein Aufzug drin ist, wo man dann, ohne die Rampe aufzumachen, rein kann. Naja, jetzt gucke ich mal. Ich hatte nämlich gestern hier was gemacht. Und dann kam der 30er. Die 30er sind übrigens derzeit noch so, dass ihr alles verliert. Ja, und das ist auch der Fall, was ihr hier reinpackt. Weil ihr claimen müsst. Und das Claimen setzt nicht alles zurück. Das heißt, wenn ihr Ladung habt, auf dem Handelsflug zum Beispiel, dann ist die Ladung weg. Einfach weg. Einfach für ein Popo. Geld rausgeschmissen. Deshalb überlegt euch gut, wann ihr eine Ladung übernehmt. Und vielleicht nicht gerade, wenn die Invictus läuft. Könnte ein bisschen problematisch werden. Ich gehe sowieso davon aus, wenn die Invictus am Laufen ist, dass ihr weniger gute Chancen habt. Zumindest die ersten Tage. CIG wird bestimmt einiges daran machen. Was ist hier los? Warum geht der Hangar nicht auf? Ich sage Hangar auf.
Okay. Dann machen wir es über den Bildschirm. Auf die altertümliche Weise. Ah. Da geht's auf einmal. Guckt euch das an. Ja, ihr solltet nämlich wissen, mit Alt und N könnt ihr auch die Freigabe holen. Ist immer ganz praktisch, wenn der Bildschirm mal blöd spielt, dann kriegt ihr darüber eigentlich immer die Freigabe. Alt und N. Aber, wie ihr seht, auch das ist nicht immer zuverlässig. So, Abflug. Und jetzt seht ihr mal, oh, ich finde das so toll, ne, mit den Wolken hier, ne? Wir haben jetzt diese Wolken. Oh, das sieht so toll aus, ne? Diese Wolken, die sind so mehrschichtig auch. Ich zeige euch das mal so. Ach, oh, guckt euch das an. Habt ihr so Luft, so Öffnungen, so wie real halt, ne? Das sieht so toll aus. Wow. Ich finde es so toll, ne? Da die Sonne so durchschimmern. Können wir mal hier so ein bisschen in Richtung dieses offenen Loches fliegen. Das hört sich komisch an. Aber ihr seht hier oben so die blauen Stellen noch, ne? Ist natürlich, wenn ihr halt, aber das habt ihr ja im letzten Video auch gesehen, wenn ihr dann den Anflug macht, ein bisschen complicated. Wir fliegen mal Richtung Sonne. Ich weiß gar nicht, Lyria lag, glaube ich, hinter, ne? Je nachdem, wie wir stehen. Wir fliegen mal Richtung Sonne. Und verlassen. Ich hab's geahnt. Also es sind sehr viele 30.000er, Freunde. Es tut mir leid, aber das gehört jetzt mal dazu. Ihr bleibt dran und ich logge mich neu ein. Also, das ist natürlich recht schade, weil 30.000 sind ja immer serverseitig. Und das heißt, ich muss das Schiff jetzt auch wieder claimen und das ist sehr nervig. Nee, das wollte ich euch eigentlich auch einmal zeigen. Das gehört ja jetzt dazu. Wir machen die Mission nochmal, egal wie lange sie dauert. So, ich nehme wieder Best. Ja. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass so viele 30.000er kommen. Und die 30.000er sind serverseitig, da habt ihr gar nichts mit zu tun. Crash to Desktop sieht es anders aus, das liegt teilweise auch bei euch oder an eurer Leitung. Aber 30.000er sind immer serverseitig. Ja, da muss noch einiges nachgearbeitet werden, glaube ich. Aber ihr bleibt dabei und wir machen einen neunten Anlauf. Was natürlich ein bisschen nervig ist, ich werde das auch ein bisschen beschleunigen. Also meine Gangweise beschleunigen. Aber ist natürlich ein bisschen doof. Klar, ich könnte jetzt hier schneiden, ich könnte eine neue Aufnahme machen, könnte das ganz weglassen. Aber ihr sollt das ruhig mal sehen. Ne? Dass wenn das im Griff gekriegt ist, beziehungsweise das wieder vernünftig läuft, es nicht mehr so ist. Oh. Oh. Wir nehmen alles mit. Wir können alles verkaufen. Auch wenn an den Terminals steht, 0 Alpha USC, kriegt ihr eigentlich für jedes Teil irgendwas. Ne? Wenn nur ein, ist doch egal. Wir nehmen alles mit. Ja, es ist nur doof. Richtig doof. Die Mission ist auch weg. Und wir haben wahrscheinlich eine Negativreputation gekriegt. Bei Kovelix. Ah, hier nicht. Okay, vielleicht haben sie mir dann noch... Oh, wir nehmen alles mit. Wie gesagt, ihr könnt die Sachen verkaufen. Die Kittel gibt 45 AUEC. Ich kann euch das jetzt gleich auch noch mal einmal kurz zeigen, damit ihr mir das auch glaubt. Chat mal wieder aus. Elevator called. Jetzt ist er wieder da, aber er ist nicht sichtbar.
Auch das muss gefixt werden, CIG. Es war immer so eine Randerscheinung eigentlich. Jetzt ist er wieder da. Es war immer so eine Randerscheinung, dass es ab und zu mal nicht ging. So, ich zeige euch das mal eben. Und zwar müsste für die Kittel nach Kasaba zum Outlet Center. So, do. Jetzt kommen wieder die lustigen Sprüche von ihm da neben uns. Pass mal auf. So, dann geht er auf Cell. Und dann seht ihr. Och, Leute, das ist doch jetzt nicht wahr. Jetzt stehen sie wieder für null. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das ist der Vorführeffekt, ich schwöre euch das. Ja. Also, ich habe sie gestern für 45 verkauft. Hundertprozentig. Ist das jetzt auch das serverseitig? Boah, wie stehe ich jetzt da? Hundertprozentig. Oh Mann. Warum mache ich das hier? Warum zeige ich euch das? Ja, aber sowas kann man halt nicht immer so planen. Klar, könnte ich jetzt auch beenden und auch neu machen. Nein, mache ich nicht. Ihr sollt das ruhig auch alles mal mitbekommen. Dass auch wir, wenn wir halt irgendwie euch was zeigen wollen, immer wieder von irgendwelchen Sachen betroffen sind, die wir gar nicht so vorher sehen können. Oh mein Gott. Okay. Madame ist auch nicht mehr da. Dann gucken wir mal, wann der Zug jetzt kommt. Ach, guck mal, das ist noch ein Kittelchen. Nehmen wir auch mit. Ist egal, wir nehmen ihn mit. Was wir im Inventar haben, haben wir im Inventar. Und wenn dann ein anderer Server sagt, das funktioniert, dann funktioniert das so. Wir gucken einfach mal. Kann ja nicht sein. Hallöle. Okay. Okay. Pass mal auf, ich mach mal Folgendes. Hey, das hab ich gesehen, der hat was verloren. Ob ich das schaffe oder nicht, das seht ihr gleich, wenn das Licht angeht. Oh Gott, er ist schon da, er ist schon da, er ist schon da. So, dann fahren wir so rum. Zeige ich euch mal die Messehalle. Dann seht ihr die auch mal. Und zwar fahren wir in diese Richtung hier. Ja toll, jetzt ist der andere auch gekommen. Ah, egal. War ja klar. So zwischen die Hochhäuser. Von Arkop. Zup, da so zwischen. Sieht so toll aus, ne? Mit den Wolken da drüber. Ach, Atmosphäre. Und dann ab zur Messehalle. Und hier findet halt die Invictus statt ab morgen. Also von euch aus läuft die ja schon. Und dann könnt ihr hier auch an zwei Stations aussteigen. Hier an den Station an der linken Seite oder an der rechten, wenn ihr von drüben guckt, kommt ihr dann direkt zum Spaceport. Und an dem anderen kommt ihr dann nach Plaza, zum Metro Center oder zum City. Keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Seht ihr, da hinten kommt ja gerade vom Spaceport. Der fährt dann erst hier an und fährt dann weiter Richtung Innenstadt. Und die fahren sich auch nicht gegenseitig jetzt ineinander. Die haben so einen Abstand, den sie halten. Und dementsprechend habt ihr da keine Probleme. So. Und wir fahren jetzt zum Spaceport. Auch diese Fahrt zeige ich euch. Tschüss.
wir schon. Warum? Schiff, seht ihr, da fliegt gerade ein Schiff weg. Hat auch so ein paar Shuttle sind hier unterwegs, aber sonst keine, kein Zivilverkehr. Wenn man das so nennen darf. Now arriving. Jetzt nehmen wir natürlich die hintere Plattform, weil wir sind ja vom Convention Center gekommen. Also machen wir das nochmal. Wir werden aber erst das Schiff rufen. Ja, die sind schon ganz auf was, ja, die Invictus Week steht bevor. Die stehen auf der Stühle. Vor Freude, natürlich. Sagt, sein Bruder wäre auch hier. Er wird sich hier irgendwie drum kümmern, um den Bereich. Oder ist das er hier? So, wir können natürlich jetzt nicht das Schiff nehmen, was natürlich ein bisschen doof ist, was ich ein bisschen sehr doof finde. Weil ihr habt das jetzt gerade mitgekriegt, wir haben 30.000 gekriegt, wir konnten nichts dafür. Und die Starrunner muss geclaimt werden, wenn ihr jetzt auf Claimen geht. 24 Minuten. Ihr könnt das natürlich abkürzen, diese 24 Minuten. Könnte das auf 7 Minuten abkürzen, aber das ist natürlich Quark, das wollen wir natürlich. So. Dann nehme ich ein anderes Schiff. Was nehme ich denn mal? Irgendwas. Soll ich die Valkyrie mal nehmen? Komm, ich nehme die Valkyrie. Die ist auch schön. Die wird euch gefallen. Valkyrie. Die Valkyrie. Ihr habt jetzt immer diese 20 Sekunden, das kanntet ihr ja von der 318 schon. Somit könnt ihr überall eure Schiffe spawnen. Nicht unbedingt nur da, wo ihr lokalisiert seid, sondern auch in anderen Spaceports. So. Dann, wo ist denn unsere Envil Valkyrie da? Dann nehmen wir die mal. Ich hätte eigentlich gucken können, ob wir da einen anderen Skin für haben. Warte mal. Das mache ich mal eben. Wir sind ja in der Live. Hangar 06, ich kann die ja mal einstoren. Und nehmen wir einen schönen Skin dafür. Können wir das auch gleich mal testen. So, transferring to storage. So. Wir haben nämlich ein paar Skins, jawohl. Wir sind ja in einer Mission unterwegs. So, Paints. Da haben wir nämlich was. Guck mal. Best in Shown. Die hier. In Grün. Oder so in Tarnfleck. Wir nehmen die mal in Tarnfleck, würde ich sagen. Damit wir nicht sofort gesehen werden. Naja. Wir könnten natürlich hier auch die Schiffswaffen und sowas ausräumeln, aber... Will man ja nicht unbedingt, noch nicht. Das kostet nämlich auch viel Geld, gerade auch für manche Schiffe, so wie die Valkyrie. Valkyrie. Valkyrie, es hört sich so an. Ich sage immer Valkyrie. Hangar 06, wie gehabt. Ja. So, und das mit den Aufzugstüren wiederholt sich hier natürlich auch. Gucken rechts, Elevator called. Aufzug ist da. Oh, hier geht's auf. Guck mal. Auch wieder so ein Vorführeffekt. Wir merken uns, am Spaceport gehen die Türen auf. In der Unterkunft
Juckt. La 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 la. Da ist sie. Die Valkyrie. Ich sag Valkyrie, ich meine wieder Valkyrie, das hört sich so an. Das ist ein schöner Skin. Kann man schön im Wald landen. Wird nicht sofort gesehen, obwohl ihr habt ja Marker eigentlich. Thruster könnte auch drehen. So. Dann einmal reinsteigen. Mal nach oben und vorher, damit wir das nicht vergessen, ganz, ganz wichtig ist der Helm, Freunde. Niemals ohne Helm in ein Schiff. Oh, was ist das? Ich habe jetzt zwei Helme übereinander. Kann das sein? Was ist hier los? Gucken wir mal eben. Wo sind sie da oben? Nö. Geht. Ist ein Darstellungsfehler. Und immer schön gucken, dass der Helm auch aufgesetzt ist. Erst wenn er blau ist, ist es eurer. Ansonsten kann es sein, dass es wieder abgesetzt wird. Und dann habt ihr ein Problem, wenn ihr dann aussteigen wollt. So. Ach so, die Mission sollten wir vielleicht auch noch annehmen. Ich hoffe, ich kriege sie wieder. Und sie ist mir jetzt nicht vorenthalten. Da ist sie. Hm. Lyria nach Glenfarm und Vala. Machen wir. Jetzt sollen wir drei Pakete holen. Machen wir auch. Also geht's los. Ich hoffe, jetzt geht's auch richtig los. Einmal Schub, einmal öffnen. Aha, habt ihr das gehört? Jetzt hat es funktioniert. Ihr habt natürlich so kleine Füßchen da unten nur. Für so ein riesen Schiff finde ich das schon ganz witzig. Wir drehen mal die Thruster, weil wir wollen ja nach oben. Mit Karr, Karr. Füßchen einfahren und ab geht's in den Wolkenhimmel. Thruster wieder drehen und Abflug. So ein schönes kleines Löchchen, da wollen wir durch. Weil ihr wisst ja, beim Sichtflug dürft ihr nicht durch die Wolken. Sonst müssen wir mit Instrumentenflug starten und das ist nicht gut. Schön, ne? Toll. Wir stoßen durch die Wolkendecke. Und das Schöne ist auch, die hat mehrere Schichten hier, wie ihr auch hier nochmal seht, ne? Seht ihr? Ihr habt also hier wirklich Schichtenwolken oder Schichtwolken. Das ist schon cool. So, dann wollen wir mal eben gucken. Sollen unser Päckchen bei Lyria holen? Oder was war da? Nee, hier was. Lyria. Da wollen wir hin. Müssen aber erstmal mit OM6 fliegen.
Der ist da. Lass mal hier raus. So, und dann müssen wir einmal nach Vala. Nach Lyria. Meine Güte, was heißt Vala, Lyria? Quantum Drive is now on. Shady Glen, das ist glaube ich auf Vala, ne? Richtig? Oder ist das auch wieder Lyria? Gucken wir eben. Ich glaube, das war da, wenn mich nicht alles täuscht. So, da sollen wir es abholen. Was wir noch einschalten sollten, ganz wichtig, müsste auch machen. Das gibt natürlich noch ein bisschen mehr Tatties. Call to Arms, ganz wichtig, weil falls ihr dann doch schießen müsstet, was ihr nicht unbedingt immer müsstet. Dann kriegt ihr für jeden erlegten Bösen, den ihr trefft, 500. Aber denkt dran, nicht auf die Wachen schießen. Dann habt ihr ein Problem. Dann kriegt ihr Crime Stat und das wird nicht toleriert. Friendly Fire wird nicht toleriert. Aber wie gesagt, es muss nicht sein, dass was passiert. Die können auch ganz entspannt da rumlaufen. So wie bei mir gestern. Und es passiert gar nichts. Vielleicht haben wir auch Glück und wir haben ein paar Androiden da rumliegen. Manchmal passiert das auch. So, ich mach mal nicht so schnell. So, geht's mal hier runter. Immer schön die Höhe im Auge behalten, ne, rechts. Klar, ich könnte auch noch schneller, aber dann bremst man ja auch. Und wir sind hier auf dem Mond. Dementsprechend ist das mit dem Bremsen, da haben wir schon Schiffe, guck mal. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt angegriffen werden, weil das hatte ich nämlich gestern auch. Und dann habe ich das einfach mit den, dann haben das die Türme gemacht von der Station. Die haben mir dann geholfen. Aber es kann auch sein, dass es Leute sind, die da schon die Mission versucht haben und gescheitert sind, die eine Bunkermission angenommen haben und getötet wurden. Das muss nicht immer was heißen. So ein Kriseln da auf dem Bildschirm. Aha, jetzt wieder weg. So, wir kommen langsam an. Dadurch, dass wir die Mission haben, die Türme natürlich nicht auf uns. So, mal gucken, wo wir landen müssen. Fahrwerk erstmal aus. Da. So, da sind auch schon andere Schiffe. Da hat schon ordentlich gebumst. Oh, okay. Es wird wohl nicht so einfach. Aber ich habe damit jetzt auch nicht gerechnet, ganz ehrlich. Dieses Glück wird mir ja immer zuteil. Ich mache eine Aufnahme und dann bam bam. Stehen wir jetzt gut? Ja, eigentlich schon. Engines offline. Genau. Ja. Dann gehen wir mal in den Bunker und gucken mal, was da so los ist. Ob wir unsere Päckchen so kriegen oder ob wir da ein bisschen schießen müssen. Was ich nicht unbedingt möchte. Zumindest nicht in der Aufnahme. Ihr wisst, ich bin nicht die beste Schützin und
Manchmal ist die KI hier doch echt übel. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Freunde. Da hat es mich schon erwischt. Habt ihr gesehen? Die Klappe hat mich erwischt. Okay. Aber wir sind ja ausgestattet. Oh. Es kann natürlich auch sein, dass hier in dem... dass hier im Bunker Leute ihre Mission machen, ne? Das kann auch sein. Dann stehen hier offene Schiffe. Ja, kann alles sein. Aber sieht im Moment nicht so aus. So. Wir gehen mal runter. Also unsere Aufgabe ist es, hier drei Päckchen rauszuholen. Und zur Sicherheit nehme ich meine Waffe. Es kann sein, dass sich das jetzt hier unten schon gelöst hat. Es kann aber auch sein, dass wir hier Stress haben. Wir gucken uns erstmal um. Ja, die Wachen sind in Alarmbereitschaft. Okay, okay. Sind, hier ist Action. Aua. Hier ist Action, wie ihr hört. Muss ein bisschen aufpassen. Ah, hier liegen aber Loot-Sachen rum. Das ist schon mal cool. Nicht, dass wir hier ins Feuer geraten. Ui, das war jetzt zielsicher getroffen, würde ich sagen. Von wo kam der Schuss? Sah aus, als wenn er von hinten kam. Das war jetzt sehr zielsicher. Ich krieg Angst. Freunde, ich krieg Angst. Bunker sind auch immer anders aufgeteilt. Ich kann ja mal was... Na, ich weiß nicht. Ich glaube, man sollte erstmal hier die Bedrohung eliminieren. Aber habt ihr das gesehen? Der stand da und wurde einfach so... Und von unten... Wir haben aber auf jeden Fall jede Menge Loot. Oh ja. Wenn sie dann gleich wieder entspannt rumlaufen, ist alles gut. Dann kann ich mich hier auf jeden Fall um die... Pakete kümmern. Aber solange geschossen wird, ist halt immer sehr schwierig, seine Waffe aus der Hand zu legen. Weil man ja nicht weiß... hier noch welche kommen. Da ist zum Beispiel ein Päckchen. Da gucke ich mich lieber einmal um kurz. Ja, hier kriegen wir ein paar Sachen, können wir ein paar Rüstungen, können wir so mitnehmen. Guckt euch das an. Das sieht gut aus. Oh oh, das ist immer noch Action. Okay. Er wollte es ja nicht anders. Jetzt haben wir uns mit eingebracht in das Spiel. Nehmen wir mal mit. Kann man ja immer mal gebrauchen. So. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht weitere sind. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur aufstehen. Aufstehen. Und an die Kiste gehen hier. So.
Nein, ich wollte doch nur. Ich wollte nur so. Vielleicht sollte ich dann auch noch die Waffe in die Hand nehmen, dann bringt das Ganze ein bisschen mehr Sinn. So, ich guck mal, wo hier so ein paar Pakete sind. Hier ist eins. Okay, das ist sogar eins, was wir brauchen. Seht ihr dann immer, wenn ihr die... Oh, 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 oh. Ich glaube, ich werde sterben. Aber ich will gar nicht sterben. Ich will nur das Paket hier rausbringen. Hallo? Hallo? Die nehme ich alle mit. Oh, das war aber ein Spieler, glaube ich. Gelbe Rüstung sah nach dem Spieler aus. Ach ja. Also ihr müsst hier drei Pakete rausholen. Die kriegt ihr angezeigt, sobald ihr sie grabt. Ich lege sie mir hier erstmal hin. Place. So. Dann plöppt das einmal hier gleich, seht ihr? Na geil. Geil, geil, geil. Das macht mich nervös, wenn hier Gegner sind. Ein bisschen, ne? Könnt ihr ja verstehen. Aber. Oh. Da fitschte was hin und her, habt ihr gesehen? Da sind andere Spieler. Da sind noch andere Spieler. Ah, toll. Super. Ja, super. Ah, es sind doch andere Spieler, die diese Bunkermission jetzt hier machen. Das ist natürlich blöd. Hey, guys. Das ist natürlich doof, wenn die jetzt andere Spieler sind. Ich will ja jetzt hier nicht die anderen Spieler töten. Weil die haben jetzt ihre Bunkermission und müssen diese Bunkermission hier machen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber vielleicht sterben sie ja auch. Wir haben damit gar nichts zu tun. Kann ja auch passieren. Hört sich nicht gut an. Ach, Leute. Immer wieder lustig. Ich sag euch das. Keine. Ich gehe mal jetzt hier ohne. Vielleicht haben die auch ihre Mission gleich abgeschlossen. Dann können wir hier einfach mal laufen, ohne gleich erschossen zu werden. Auch keine Kiste. Ah. Deshalb habe ich auch gar nicht. Ich hoffe, die verschwinden jetzt hier gleich. Weil wenn die ihre Mission fertig haben, dann ist ja vorbei. Eigentlich. Okay, zweite Kiste. Da können wir uns die Leichen looten. Aber vielleicht sind die auch gestöpselt. Das werden wir gleich sehen, ob der Aufzug noch da steht. Nee, der Aufzug ist weg. Okay. Dann sind die abgehauen. Gehen wir den mal runter.
So, eine Kiste brauchen wir noch. Okay, wenn die alle tot sind, dann können wir uns ja hier ein bisschen austoben. Auch so kann man Geld machen, ne? So. Weil wir haben ja kein Zeitlimit eigentlich. Ich könnte jetzt hier alle Zeit der Welt alles einsammeln, was ich hier finde und mitnehmen. Ich nehme aber nur diese da. Achso, der... Ach, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich habe ja jetzt mit dem Tractor Beam die neue Funktion, dass wenn ihr den einschaltet, der immer an ist. Ihr müsst ihn dann manuell auch wieder ausschalten. Huch. Zack. Okay. Oder so. Dann hoffen wir, dass die Spieler raus sind. Weil hier lag gerade noch was Gelbes. Das war cool. Das könnte man ja nehmen. Das ist nämlich die Rüstung. Aber ich glaube, das hat der Spieler sich schon wieder geholt. Okay, guck mal. Huch. Wir haben ja kein Zeitlimit in dem Sinne. Wir können ja alles schön einsammeln. Es fehlt uns noch eine Kiste, die holen wir jetzt gleich auch noch eben. Und diese gelbe Rüstung. Ach verdammt, die hat er sich wieder zurückgeholt. Oder? Wo war das denn? Unten war das, ne? Ja. Den ganzen Loot nehme ich mal hier mit. War auch noch nicht im Serverraum. Ja, den hat er sich zurückgeholt. Die lag hier. Genau. Hier ist eine Wache. Schon mal gut. Eine Kiste fehlt uns noch. Gucken wir mal, wo die ist. Es kann hier jederzeit wieder losgehen. Das ist also keine Sicherheit, die ihr habt, dass ihr sagt, okay, die haben die Mission jetzt geschafft. Jetzt haben wir Ruhe, ne? Also der hat seine Rüstung da auf jeden Fall wiedergeholt. Den möchte ich gerne auch haben. Gibt immer ein bisschen Geld. Warte mal, wir können die auch noch oben schicken. Diese einfachen Sachen brauche ich ja eigentlich nicht. Ah, der hat hier gut aufgeräumt, würde ich sagen. Die Wachen solltet ihr besser nicht nehmen. Da habe ich letzte Mal so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Guck mal eben, ob hier noch irgendwo eine Kiste liegt. Oder ob die ganzen Kisten jetzt schon gelootet haben, was wahrscheinlich der Fall ist. Eine Kiste brauchen wir noch. Hier liegt noch eine andere Kiste. Haben wir hier drin, ne? Oh, nehmen wir doch mal mit, ne? Was wir haben, haben wir. Tiger Claw kann man auch verkaufen für ein paar hundert. Hm. Ich sehe jetzt hier noch keine rote Kiste. Nur noch ein paar Munitionssachen. Aber nichts Welt bewegen, das ist okay. Dann gucken wir mal. Hm. Eine Kiste fehlt uns noch, Freunde. Eine einzige Kiste. Die Frage ist nur, wo ist sie? Wo ist sie, die eine Kiste? Hallo, mein Freund. Ich bin mir jetzt erschrocken, so ein bisschen. So.
unten wird mir eine angezeigt. Okay. Kann auch hier vorne sein. Wir gucken gleich mal. Er macht jetzt erstmal die Bordschwalbe hier. Einmal nach unten, bitte. Zack. Okay. Zwei Kisten haben wir. Die dritte Kiste zeigt er mir hier irgendwie an. Weiß ich nicht, ob der wirklich da, da. Ne, das sind die beiden. So, warte mal. Hier könnte auch manchmal eine sein. Hier. Aber ist nicht. Wir gucken die dritte Kiste. Ich hoffe, dass die Jungs mir meine Kiste weggebracht haben. Hier, das ist zum Beispiel. Ne, ist auch. Oh, das sieht eher nach einem Spieler aus. Das sieht aber verdammt nach einem Spieler aus. Das sieht nach einem Spieler aus. Das ist kein NPC. Dann lassen wir das auch mal da liegen. Falls er zurückkommen möchte und seine Sauber. Da ist jetzt nichts Weltbewegendes drin gewesen, aber egal. Ja, uns fehlt jetzt noch eine Kiste. Sollte sie doch buggy sein, das wäre natürlich echt doof. Die letzte Kiste. Und nochmal. Aber ich habe die ja hier schon aufgenommen gehabt. Die ist es nicht. Stelle ich sie wieder hier drauf. So. Eine Kiste fehlt mir noch. Warte mal, hier, den nehmen wir auch noch mit. Den Spieler nehme ich nicht mit. Habe ich kein Interesse dran. Er hatte nämlich die gelbe Hörstenrüstung an. Deshalb war ich da gerade so ein bisschen am gucken. Ich hoffe nur, dass er mir jetzt hier nicht die Mission verbockt hat. Und ich meine letzte Kiste hier noch kriege. Das wäre natürlich echt ärgerlich. So. Das wäre echt doof. Ich sehe nämlich hier keine Kiste mehr. Und solche Kiste hier, aber die meinte ich eigentlich nicht. Das ist natürlich doof. Eine Kiste fehlt mir noch, Freunde. Fällt hier an. Tja, dann können wir uns nur die Sachen mitnehmen. Oder halt nochmal gucken. Warte mal. Hier ist eine rote Kiste. Mal da reingucken. Oh, die nehme ich mal mit. Munition nehme ich auch mal mit. Kann nicht schaden. Aber eine Exekutiv-Edition nehmen wir mit. So. Nur was ein bisschen doof ist, dass ich jetzt die Kiste hier nicht finde. Ich guck gleich nochmal auf der anderen Seite. Das ist ja jetzt ein bisschen deppert. Was soll die denn sein? Das ist jetzt richtig deppert. Crap. Hat er seine Waffe hier liegen lassen? Auch nicht schlecht. Die nehmen wir mal mit. Die hätte er ja auch mitnehmen können. Tja, Freunde, eine Kiste fehlt uns. Das ist natürlich echt doof.
Drei Kisten haben wir, eine fehlt uns noch. Wer ist das mit Buggy? Place. Vielleicht so mal hier hin. Ja. Puh, ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen deppert. Nochmal alles durch. Vielleicht müssen wir nochmal eine Kiste aufnehmen, die da lag. Hier ist auch noch was drin. Dann brauchen wir alles mit. Das ist jetzt doof. Eine einzige Kiste. Tja. Könnte natürlich auch die ganzen Waffen hier einsammeln. Überhaupt kein Problem. Der läuft auch schon wieder in der Dings rum hier, aber. Ja, nach Shady Glen, aber wir brauchen noch eine dritte. Ich gehe nochmal die andere Kiste abgucken. Vielleicht liegt hier ja doch noch irgendwo eine, die hier irgendwo an der Seite irgendwie. Aber hier ist nix. Puh, das ist doof. Da wollte ich euch so schön zeigen, dass das hier funktioniert. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir nicht alle Kisten hier kriegen. Aber hier war ja noch irgendwo, war ja hier noch eine Kiste. Doof. Hier habe ich auch schon geguckt, ne? Ja. Nicht wegen der Kiste, sondern wegen der anderen Kiste, also wegen der roten Kiste, aber. Ja, dann muss ich nochmal die beiden aufnehmen, die ich schon hatte. Geht ja nicht anders. Vielleicht ist es doch noch eine von denen. Wenn hier nichts ist. Na, die werden die auf jeden Fall nicht geklaut haben. Die waren ja froh, dass sie wieder aus dem Bunker raus waren. Oder soll das hier unten jetzt sein? Nee. Die sind ja über. Das ist aber drüber. Das ist jetzt ärgerlich. Spiele halt. Tja. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ich weiß auch nicht, ob das nochmal wiederkommt hier, ob wir das gespawnt kriegen. Wo war denn jetzt die andere Kiste, die ich wieder zurückgelegt habe? Hier war doch noch irgendwo eine, die ich genommen hatte und dann wieder zurückgelegt hatte. Nicht die, die ja weggeflogen ist, sondern hier, ne? Oder? Die hier, ne? Können wir mal gucken. Vielleicht war da auch nur ein Baggy. Ich habe sie nicht lange genug in der Hand gehabt. Aber der zeigt mir die nicht an. Vielleicht ist das ein Anzeige. Ah, warte mal. Ich habe sie, glaube ich. Place. Dann nehmen wir die. Ja. Okay. Das war sie. Den nehmen wir auch noch mit, würde ich sagen. Wie gesagt, der Ehre halber Spieler, andere Spieler Sachen nehme ich nicht. Da lasse ich die Finger weg. Finde ich jetzt ein bisschen unfair, weil wenn derjenige nochmal wiederkommen sollte und sagt, oh, ich fand die Rüstung so schön, ich meine, ist ja alles Geschmackssache, dann sollte man ihm die da auch lassen. So. Ich hoffe nur, dass mein Schiff oben noch steht und die mir mein Schiff nicht geklaut haben, weil sie ihnen die Lackierung gut gefiel. Aber wir werden sehen. So.
Dann bringen wir das Ganze nachher schön die Claim Farm. Und dann werden wir das abschließen. Hat sich jetzt ein bisschen gezogen, okay. Zack. So. Dann einmal die Kisten graben. Shady Lane, da können wir sogar den Tractor Beam benutzen eigentlich. Ich meine, könnte ich hier jetzt auch, aber will ich jetzt nicht. Ihr habt ja gesehen, dass er so ein bisschen schwubbelig ist. Und immer schön placen und nicht droppen. Ganz wichtig. Gab also schon mal Missionen, da wurde durch das Droppen dann die Mission kaputt gemacht, weil man die Kiste nicht mehr identifizieren konnte praktisch. Zack. Stellen wir die hier hin und dann ab nach oben. Ja, der eine, der liegt da ziemlich in der Luke, ne? Zack. So rüberziehen. Ja, Platz haben wir genug im Schiff. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Okay, mein Schiff steht auch noch. Schon mal gut. Allerdings das andere Schiff von dem auch. Könnt natürlich auch die Kisten jetzt hier mit dem Traktorbeam bewegen. Ich möchte nur das Schiff jetzt nicht aufmachen, weil ich nicht weiß, wie. Sich das da hinten mit den anderen verhält. Vielleicht sind die, aber die eigentlich dürfen die hier nicht sein. Weil die haben ein Zeitlimit. Also können wir uns die Kisten hier schnappen. Aber es kann natürlich sein, dass eine neue Bunkermission hier angenommen werden kann. Alles möglich. Oder dass welche jetzt manuell hinkommen, ne? Auch möglich. Hab. Pack das mal hier rein. Oh, Tractor Beam. Wo sind die? Sind die unter dem? Nee, da. So, und hier mache ich Folgendes. Ich gehe hier auf Loot. Und pack die dann ins Schiffs-Vehicle-Inventar. Move all. Zack. Geht halt nicht immer. Da müssen wir so einzeln mit gedrückter Shift-Taste. Und dann können wir die Überbleibsel der Androiden hier wieder entsorgen. So mache ich das. Wie gesagt, was ihr dann da nachher verkaufen könnt. Ist natürlich eine ganz feine Angelegenheit. Da gibt es dann für die Helme auch ein bisschen Geld. Und wie gesagt, in der Live lohnt sich das natürlich. Ist zwar natürlich Peanuts, aber wenn ihr eh schon eine Mission gemacht habt, warum nicht? Ne? So. Wir schauen mal. Jetzt hier erstmal die ganzen Leichen hier rüberpacken.
Und dann die Kisten natürlich auch noch. Obwohl ich die manuell lieber rüberpacke. Ah, die beiden können wir mal eben reinpacken ins Schiff. Zack. So. Wie gesagt, ihr müsst das nicht machen. Nur die Pakete abliefern, aber ist halt zusätzliches Geld. Ne? Übrigens, deshalb haben wir auch keine 500 Alpha USC gekriegt, weil die anderen eigentlich die Mission noch hatten. Hatte mich schon gewundert, warum der mir die 500 nicht berechnet hat. So, die Waffe, die will ich gerne nehmen. Die Nightstalker finde ich mal ganz cool mit der Lackierung. Und die P4 ist ja eigentlich auch ein ganz nettes Gewehrchen. Die Custodian ist auch schön. Aber die P4 finde ich auch noch nicer. So, die lege ich mal hier hin. Ich hoffe, die glitscht jetzt hier nicht weg. So. Grab ihn mal eben. Und die hat sogar einen Schalli drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann ist das nämlich auch eine Spielerwaffe. So. Zack. Auch ins Vehikel-Inventar. So. Aber wie gesagt, er hat ja seine Figur da ausgerüstet. Und dementsprechend hätte er die dann auch mitgenommen. Also wollte er die nicht haben. Was ist jetzt hier? Ach so. Hätte auch Vehikel umstellen müssen. Naja, egal. Das lassen wir mal. Brauchen wir nicht. Zu viele anders jetzt. Müssen nicht sein. So, Vehikel. Naja, egal. Jetzt haben wir ihn genommen. Weil er mitgeglitscht ist. So, den einmal wieder raus. Den einmal auch raus. So, und dann holen wir noch die letzten beiden Sachen da. Und wenn wir gleich zu Shady Glen, dann müssen wir ja nur die drei Kisten abgeben. Wie gesagt, das müsst ihr hier nicht machen mit den Androiden. Okay. Ich weiß schon wieder, was ich zu hören kriege. Warum wandert mein Schiff? Nicht gut. Mein Schiff wandert. Das finde ich nicht so toll. So. Holen wir die letzte hier auch noch raus. Und dann den Vorrat. Ja, so seht ihr dann auch andere Spieler hier rumbuscheln. Die dann ihre Missionen machen. Zum Glück haben wir uns jetzt hier nicht gegenseitig behakt. Ich bin ja sehr, sehr auffällig gekleidet. Wenn ihr natürlich dann die Kleidung der Sicherheitsleute nehmt, werdet ihr wahrscheinlich gar nicht angegriffen. So. Kiste 3. Einmal hier hin.
zack. Einmal blinken, jawohl. So, dann hier einmal wieder looten. Vehikel auswählen und die Sachen einzeln rüberziehen. Das nehmen wir nicht. Und hier die Lederhosen und sowas können wir auch mal nehmen. Dann brauche ich hier ein paar Sachen, sehen ja auch cool aus. So. Und die beiden, die lassen wir natürlich hier. So, einmal. Und zweimal. So, das war's. Jetzt werden wir das abgeben. Und dann werden wir sehen, dass wir 45.000 bekommen haben. Huch. So, erstmal alles zumachen hier. Und ab geht's. Engines online. Takeoff complete. Im Gegensatz zu diesen Bunkermissionen haben wir kein Zeitlimit. Das ist das Coole daran. So könnt ihr dann auch, ich weiß jetzt gar nicht, ihr könntet ja mal auch ausprobieren, ob ihr die Waffen, die Wachen mitnehmen könnt. Was ich aber nicht glaube. So, Shady Glen nach Vala. Da. Müsst ihr einfach mal testen. So, wir sind schon hoch genug. Und die müsst ihr dann nur in den Automaten stecken und dann habt ihr alles erledigt. Einmal OM1 und dann. Müssen wir gucken, wo ist der Gländer? Der Einzelne. Auf nach Vala. Ja, ist eine lange Folge geworden, aber mein Gott. Ich hoffe, noch ein bisschen unterhaltsam. Zum Beispiel das Minern wurde in der 3.19 komplett verändert. Da werde ich auch noch mal ein Video zu machen. Das seht ihr dann danach die Woche. Habe ich dann noch ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ihr habt jetzt die ganzen Erze wurden neu gemacht. Auch behandeln und sowas ist das jetzt interessant, weil ihr könnt jetzt auch mit kleineren Sachen gutes Geld verdienen. Auch mit Aluminium könnt ihr jetzt Gewinn machen. Und Aluminium, wisst ihr ja, kriegt ihr überall. Ne? Die meisten wollen ja Laranit oder andere Sachen handeln. Aber ihr könnt auch mit Aluminium. Wenn ich habe zum Beispiel eine Herkules Starlifter, habe ich mit Aluminium voll gemacht und habe auch irgendwie 60.000 Gewinn gemacht. Und das ist nicht so hochwertig, also im Einkauf. Ne? So. Müssen wir nur mal gucken, Shady Glen Farm, das ist doch irgendwie so ein Ding, ne? Drogenlabor, oder? Ich weiß gar nicht. Müssen wir mal gucken. Wir schauen einfach mal, nicht so schnell am besten. Ich setze schon mal die Thruster um. Kommen doch ein bisschen schnell runter, Leute. Da ist ein Schiff. Da hinten ist er. Landing gear deployed.
Eine Merlin? What the fuck? So ist da eine Merlin. Okay. Sind wir mal wieder ein bisschen vorsichtig. Whatever. Engines offline. Bringen wir mal unsere Päckchen weg, machen aber immer die Luke wieder zu. Zur Sicherheit. Damit wir keine bösen Überraschungen hier erleben. Ach ja. Zack. Diesmal mache ich das übrigens anders. Hui. Also die Luke ist echt gefährlich. Ah, hat einer eine Conny hier liegen gelassen, ne? Das ist aber auch die Merlin. Okay. Okay, Freunde. Dann gucken wir mal. Wo müssen wir die denn abgeben? Tilim, 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 da. Ja, hier war ich ja noch nicht so oft. Dieser Shady Glen Farm. Aber wir können hier ein paar Sachen rausholen. Das sieht gut aus. So, wir warten mal. Erste Kiste ist weg. Tara, Nummer 1 ist genommen. Ja, das machen wir gleich. Vielleicht finden wir ja hier auch noch einen Pico-Ball, wer weiß. Tada, tada. Wir können Ladung mitnehmen. Wäre auch nicht schlecht, ne? Ware. Dann kann ich euch das auch mal zeigen. Dann können wir das sofort verbinden. Dann machen wir einen Handelsbunkerflug. Delivery-Flug. Kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht. Ein Handels... Delivery Bunker Missionsflug. Hm. Keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall interessant an. So. Passt bloß mit der Klappe hier auf, Leute. Dieser Klappe traue ich nicht. Und ich traue nicht... So gefährlich, die Klappe, ne? Da könnt ihr, glaube ich, schon sterben bei. Wenn die Klappe euch... Ne? Ihr wisst schon. So, bringen wir mal die Kiste weg. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Nehmen noch Sachen mit und dann jetzt ab nach Hause. Jetzt kriegt er natürlich den Automaten nicht angezeigt. Den müsst ihr jetzt dann. Das habe ich nämlich schon letzte Mal erlebt. Beim ersten Mal geht es immer gut, beim zweiten Mal nicht mehr. So. Aber es sollte funktionieren. Jawohl. 2 von 3. Immer darauf achten, dass ihr oben auch die Zahlen angezeigt bekommt. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was finden. So ein Pico-Ball oder was, whatever, ne? So. Letzte Kiste. Und dann sollten die 45 unsere sein. Und ich hatte, glaube ich, 612 oder sowas. Wir
müssten wir über 650 haben. Boah, diese Klappe, ne? Ich trau dieser Klappe nicht. Aber das ist ein anderes Thema. So, die letzte Kiste. Tipp, 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 tipp. Mach das Licht mal eben aus. Dann seht ihr das oben vielleicht gleich besser. Und last but not least, drop off. Place. Delivery is completed. Tada! Contract complete und ihr seht jetzt, die 45.000 sind uns gut geschrieben worden und jetzt können wir hier noch ein bisschen looten. Ob hier was zu looten ist oder nicht, das sagt uns gleich nicht das Licht, sondern die Kiste. So. Oh, guckt mal! Oh! Und wir können die sogar alles in Local ziehen. Hohoho. Das ist ja nice. Das ist sehr nice. Das ist richtig nice. Guck mal, was ihr alles hier drin habt. Uhu. Ein schöner Run. Der gefällt. Toll. Ja, und wenn jetzt noch ein Pico-Balli irgendwo liegen würde, dann haben wir alles, was wir machen, richtig gemacht. So, wir gucken mal. Tülüm, tülüm, nichts übersehen. Wir können natürlich hier auch noch Ware mitnehmen. Können mal gucken, was die hier so im Verkauf haben. Ah, die Curry. Ah, okay. Die haben nur, verstehe. Aber wir können ja mal hier machen. Wir können ja mal, ah, nee, den Pursuit. Ach, nee, die haben nur Tripollen. Das ist, nee, das will ich nicht. Okay. Haben sie nur. Nee, das will ich nicht. Wir können uns mal hier umgucken, ob hier noch was liegt, was ein anderer nicht entdeckt hat. Das wäre natürlich cool, wenn wir hier so einen Pico-Ball noch finden in der Live. Aber leider. Oh. Oh, ein Teddy. Leute, ein Teddy. Schade. Kann ich nicht aufnehmen. Da liegt ein Teddy. Hm. Gucken wir mal hier rein. Oh, hier sind noch ein paar Kisten zum Looten. So ist es ja nicht, ne? Pack das mal alles ins Local rein. Close. Irgendwo ein Pico-Bällchen. Oh, das war schon jemand hier, beziehungsweise ein Pico-Ball und der wurde schon mitgenommen. Das kann natürlich auch sein. Aber meist sind mal diese Dinger hier so versteckt hier. Weil die halt nicht so auffallen, ne? Naja, gut. Haben wir halt Pech gehabt, was das angeht, aber dafür haben wir viele Waffen gekriegt. Was natürlich auch nice ist. So. Und wir haben die Mission abgeschlossen. Aber die Ware, die wir hier kriegen in diesem, die nehme ich nicht mit. Weil das sind Drogen und da möchte ich mich nicht mit erwischen lassen. Das heißt nämlich, ihr kriegt eventuell eine Strafe. Und ich bin nicht auf Crimestead scharf. Ja, dann geht's jetzt wieder zurück. Vorsicht mit der Klappe. Einmal nach oben. Und dann zeige ich euch natürlich noch den Anflug auf Area 18. Und ich hätte es fast wieder vergessen. Ich hätte es fast wieder vergessen. Es ist immer so schnell, dass man es vergisst, ne? So. Wir nehmen natürlich den Loot auch alles mit. Ins Vehikel. Einmal Move All. Wir testen mal. Das hat funktioniert, seht ihr? Und dann geht's auf nach Area 18.
Ja, so kann eine Mission aussehen. Ihr seid natürlich lange unterwegs. Habt natürlich lange zu tun. Aber nichtsdestotrotz. Engines online. Takeoff complete. Guck mal eben, habe ich die Thruster? Ja, habe ich so. Okay. Thruster umstellen und Gas. So. Dann einmal nach Area 18. Jetzt zeige ich euch den geilen Anflug. Ich mag den. Oh, ich mag den Anflug. Und je öfter man da ist, umso weniger Probleme hat man eigentlich. So, da ist Area 18. Zack. Einmal synchronisieren. Quantum Drive is now off. Ja, wenn ihr dann zweimal drückt, dann nimmt er das nicht. Nochmal machen. So, jetzt. Oh nein, 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 oh nein. Wisst ihr, warum das passiert? Ich gehe nochmal zurück. Aus dem einfachen Grund, weil ihr hier schon Area 18 angegeben habt. Ihr müsst die Route einmal löschen und ihr müsst ACOP anwählen. Nicht Area 18. So, ich versuche das jetzt nochmal. Ah, Area 18. Und er muss erst ACOP anzeigen und dann geht das. Und dann müsst ihr hier wieder spulen. Wie gesagt, ihr dürft nicht den nächsten Sprung schon machen. Dann geht er in die Sonne. Jetzt habt ihr ACOP. Und dann funktioniert das auch. Und springen. Seht ihr? Das ist, wenn ihr Area 18, wenn ihr der erste Sprung, wenn ihr praktisch mit den dem Quantum Drive zu schnell seid und den wieder ausschaltet und der gibt euch das nächste Ziel dann vor, dann dreht er sich zur Sonne, weil ihr dann ACOP überspringt so ungefähr. Dann ist er ein bisschen durcheinander. Da müsst ihr einfach nochmal alles neu einstellen, nochmal neu synchronisieren und dann geht das auch, so wie ich das jetzt auch gemacht habe. So, und wir kommen am Tage an. Ach, ich finde das so schön. Obwohl, wir sind ja auch am Tage geflogen, ne? So, und einmal an... Ah, nee. Nee, nee, wir kommen nicht am Tage an. Das war ein Fehler. Wir haben 1100. Ich glaube, das ist schon dunkel, oder? Ja, es ist schon später Nachmittag. Die Dämmerung ist schon da. Ja, 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 ja. Aber man sieht's. Okay. So, ihr habt jetzt hier Area 18. Und sobald ihr darauf zufliegt, bekommt ihr eigentlich auch schon einen Landemarker. Obwohl, der ist ja hier unten, ne? Okay. Also wenn ihr von Lyria runterfliegt, dann habt ihr die Probleme nicht so extrem. Könnt ihr natürlich immer von Lyria zurückfliegen. Holen wir uns mal eben das Landeding. Wo? Wo dürfen wir denn? Oh, 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 ich habe noch mein Dings drin, ne? Deshalb... Wurde der nicht langsamer? Ich habe mich schon gewundert. Wo ist er denn? Thruster mal umsetzen. Wo ist denn mein Landelicht? Da. So, dann werden wir jetzt hier noch landen. Übertragen eben das Ganze und dann. Hoffe ich, habe ich euch ein bisschen was gezeigt, was ihr noch nicht wusstet. Warning, you are leaving a safe zone. Ja, ich weiß. Warning,
You are leaving a safe zone. Bin doch ein bisschen schnell hier, ne? Was ist hier los? So. Fahrwerk schon mal raus. Oder Landegestell, wie man das auch nennen möchte. So, dann gehen wir noch ein bisschen vor. Und wir sind gelandet. Bestes Zeichen mal, der Hangar geht zu. So, wir tanken noch ein bisschen nach. Machen die Spritdinger noch mal voll. So. Haben wir gar nicht viel verbraucht. Perfekt. Engines aus. Einmal aussteigen. Und den ganzen Loot übertragen. Ganz wichtig. Alles rüber. Alles rüber ins Lokale. Vom Vehikel. Ich mach das immer. Ganz gerne. So, zack. Und schon haben wir ein paar Sachen mehr. Wenn wir das verkaufen, zeige ich euch dann zum Anfang mit der nächsten Folge. Würde ich sagen. Und dann gehen wir mal minern, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt, auf irgendwas habt. Dann kann ich da, außer Dogfights. Bitte keine Dogfights. Miri kann keine Dogfights. Das funktioniert nicht so gut. Ne? Aber wenn ihr mal eine andere Bunkermission sehen wollt oder so, einfach mal in die Kommentare. Ich habe natürlich hier noch nicht die Reputation für andere Sachen. Aber können wir gerne mal ausprobieren. Ich kann mich ja auch hocharbeiten. Ne? Wie gesagt, es geht ja hier bis nach 5. Okay, Freunde. Machen wir uns mal Helm frei. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig ein Däumchen da. Ist ja kein Muss, aber baut mich immer ein bisschen auf. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.